Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung der Folge 150 vom Computer Club 2. Und wer ist dabei? Wer gehört dazu? Wen habe ich hierher gezogen? Der 150-jährige Wolfgang Back. Ja, ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger. Ja, also nicht übertreiben. Ja. Gut, ich war lange nicht dabei und ich habe euch auch ein bisschen vermisst. Obwohl ich ja 4 Monate da quasi fast in Garmisch war und mal das allererste Mal in meinem Leben so ein langes Stück woanders verbracht habe. Mhm. Ging nicht alles glatt. Ab und zu mal Krankenhaus. Im Grunde siehst du doch gut aus, oder? Ja, genau. Hast dich ja gut gehalten. Ja. Viel Maske. Viel Maske. 150 Sendungen. Beim WDR haben wir 400 Sendungen gemacht in 22 Jahren. Und hier haben wir in 7 Jahren 150 Sendungen gemacht. Ja, das ist ein anderer Schlag. Beim WDR war das damals natürlich auch viel anders. Da war ein Sendeplatz, der war wahnsinnig schwer zu erobern. Wir haben ja zuerst immer getitscht da am Sonntagnachmittag. Vor dem normalen Programm mussten wir anfangen. Und dann nachher sind wir so langsam da reingerutscht. Dann sind wir von Montags nach Dienstags, von Mittwochs nach Donnerstags. Sonntagsvormittag. Und es hieß immer im WDR, den Computerclub, den kannst du hin und her schieben. Die haben sowieso ihre Zuschauer. Und jetzt haben wir sie auch noch, ne? Aber viele neue. Ja, aber es war ja nun irgendwann zu Ende beim WDR. Man hat nicht mehr verstanden, was wir machen. Und es war keiner mehr da, der das, was wir gemacht haben, verantworten wollte oder konnte. Ja. Nein, das war vor allen Dingen der Paragraph 2 oder 3 vom WDR-Gesetz ist, wenn ein Redakteur, ich war Redakteur, selbst moderiert, muss einen anderen Redakteur haben, der die Sendung abnimmt. Und der war nicht da, der das verstehen konnte, was du moderiert hast. Wir haben also ungefähr beim WDR so 15 Jahre lang ohne Redaktion das Ganze gemacht und es ging gut. Und plötzlich kam eine neue Spitze und da hieß es, weg damit. Gut. Also was haben wir gemacht? Nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir haben gesagt, wir machen irgendetwas. Irgendetwas hieß dann, wir haben einen Audiocast gemacht und damit auch gleich ein Novum geschaffen, dass wir das Ding in Audiocast genannt haben. Aber wir wollten nicht diesen Podcast, der aus dem iPod abgeleitet ist, übernehmen. Wir machen ja keine Werbung für Firmen, sondern wir haben gesagt, das ist ein Audio und das ist ein Audiocast. Mittlerweile hat es sich durchgesetzt. Ja. So, und angefangen haben wir am 24. Juli 2006 mit diesem Audiocast. Und der hat so viel Aufmerksamkeit erregt, da hat dann plötzlich mal jemand per E-Mail angefragt von NRW-TV. Wir hatten vorher gar keinen Kontakt dazu. Ja. Der Kollege ist heute leider nicht mehr dabei, der hat sich woanders hingemacht. Und dann kamen wir in Dialog und die haben gefragt, wollt ihr nicht bei uns? Unsere Zuschauer haben gesagt, Computer Club, ihr könnt da mal fragen. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen bei euch. Und dann sind wir hierher gekommen und auf den Tag genau, ein Jahr später, da haben wir am 24. Juli 2007 die erste Fernsehsendung hier bei NRW-TV gemacht. Das war gleich eine Stundensendung, die wir da gemacht haben, mit einem Thema, was jetzt gerade so ein bisschen LTE, was jetzt so langsam in die Köpfe gerät. Also war es 7 Jahre her? Ja. 7 Jahre her. Eigentlich waren wir ja immer so ein bisschen so vorne weg mit unseren Sachen im Computerclub. Das passt eigentlich zu uns. Dann haben wir am 9. Juli 2010 das erste Mal über damals Dr. Tisch TV, über Satellit unsere Sendung verbreiten können. Das ist aber dann später auch zusätzlich natürlich, ja. Natürlich auch über Download, über Homepage, über NRW-TV gab es damals auch diesen Download. Dann kamen andere Sachen dazu, kleinere Sender, die nur regional senden, wie zum Beispiel Television Zwickau. Dr. Dicht TV ist dann weggegangen und es ist wiedergekommen unter einem neuen Namen, jetzt TechTime TV, und auch da gab es wieder Kontakte. Und Rhein-Neckar-Fernsehen auch hier über einen Satellitenkanal. Das heißt also, wir haben uns ziemlich breit gemacht. Dazu kam dann im Dezember des vergangenen Jahres, haben wir angefangen, eigentlich auf eine Idee von Herrn Neumann, dem Geschäftsführer, damaligen Geschäftsführer von NRW-TV. Der hat gesagt, geht doch mal zu YouTube, macht das doch mal, andere machen das auch. Und das haben wir gemacht. Mittlerweile haben wir... Ende
November waren es 5.610 Abonnenten, die wir haben. Wir haben weit über 700.000 Abrufe unserer Videos. Wir haben 640 Videos, weil wir die Sendung auch in Einzelbeiträge zerlegen, damit man sie besser finden kann. Und schneller gucken kann. Und so gut, ja. Gucken musst du genauso schnell wie vorher. Ja, gut, nur es dauert nicht so lange, bis der Beitrag fertig ist. Aber wenn man schneller gucken kann, ist ja auch gut. Ja. Und das ist eigentlich die Geschichte. Und jetzt haben wir die 150. Sendung hier. Und da haben wir gedacht, wir wollen Sie zu Hause einfach mal so ein bisschen gucken lassen, wer macht bei uns was. Leider ist Thomas Ritter nicht dabei. Er muss wegen Krankheit von Kollegen seinen Job da das übernehmen. Das ist unser Shopmann. Ne? Der Mann, der den Job betreibt. Und dann wir haben noch mehr Leute, aber okay, wir gucken einfach mal, wir wollen nicht so viel reden. Ich darf mal nur erstmal vorstellen, Herr Back, wenn du... Ich setze mich mal schneller. Stefan Neufeind, er ist von Speedpartner, die Firma, die unsere Sendungen hostet, wo man das downloaden kann. Ralf G. Neumann, der damalige Geschäftsführer, aber heute immer noch Gesellschafter von NRW-TV. Den jungen Mann da drüben, den kennt ja nun jeder, den Heinz Schmitz. Und Udo Wenzek, du warst ja auch schon bei uns in der Sendung, einmal vor 2 Wochen und auch schon mal vor 2 Jahren. Ja. Ja, dann in 20 Jahren wieder. Okay, so, fangen wir einfach mal an. Er kümmert sich sehr um die Zuschauer. Ja. Das hast du eben vergessen zu sagen, denn das ist ganz wichtig, dass man auch sowas hat, so ein Ventil hat, wo man etwas ablassen kann und man bekommt Antwort. Vielen Dank. Ganz genau. Ja. Herr Neumann. War das eigentlich eine mutige Idee damals und Entscheidung zu sagen, hört mal, ihr Jungs vom WDR, ihr dürft da nicht mehr, ihr dürft jetzt bei uns? Ich glaube, der Mut war eher auf Ihrer Seite, weil dass Sie Fernsehen machen konnten, wussten wir. Das haben wir ja lange Zeit sehen können. Aber ob wir auch Fernsehen machen können, das wussten Sie ja damals nicht. Und sicherlich war die Umstellung etwas größer vom WDR zu uns, aber ich glaube, das kann ich wirklich für die Kollegen sagen, dass sie das doch sehr gut gemacht haben. Ich erinnere mich aber noch, als Sie die Geschichte gerade erzählt haben, an den Kollegen, das war der Ingo Schnall damals, der auf mich zukam und sagte, ich habe da einen Podcast entdeckt, der hat innerhalb von kürzester Zeit enorme Abrufe und die haben früher Fernsehen gemacht, die könnten das doch eigentlich bei uns machen. Und ich kannte sie natürlich noch, sie beide, und fand das eine tolle Idee. Ich dachte, ruf die doch mal an, vielleicht haben die ja Lust. Und dass es dann geklappt hat, fand ich ja wirklich, wirklich toll. Und dass es gut funktioniert hat, sieht man ja daran, dass wir die 150 heute geschafft haben. Ja, eine Umstellung war es für uns sicherlich, denn wir haben vorher mit einem Team mit 30 oder 35 Leuten 3 Tage im Studio gestanden, um eine halbe Stunde zu machen. Hier mittlerweile nach Jahren der Übung haben wir ein kleineres Team von 8, 9 Leuten und produzieren innerhalb von maximal 4 Stunden 2 halbe Stunden Sendungen. Also es fertige Sendungen. Beim WDR gehst du ja immer noch mal, dann meistens noch mal zum Schneiderraum. Oh, wir haben Add-on gemacht damals und schon. Add-on, aber trotzdem, oft waren wir noch da und mussten was ausbessern, was umsetzen, was nachgucken. Ja. Das war eine Woche Arbeit. Man muss schon sagen, einmal das Team ist ein wundervolles Team, egal wer das hier gewesen ist. Alle freundlich, alle nett, immer hilfsbereit. Es gibt überhaupt nichts, wo wir darüber meckern können. Und zum anderen muss man sagen, es ist eine solche Effizienzsteigerung zu dem, was wir bei einem öffentlich-rechtlichen Sender erlebt haben, muss man sagen, Hut ab. Ja. Das ist gerne. Es war ja auch nicht einfach bei uns. Wir haben viele kleine Sachen. Hier, so guck mal da drauf, hier auf den Knopf da, funktionierte immer. Beim WDR haben wir angefangen, das muss ich also mal rückwärts erzählen, da hatten wir ein Diskettenlaufwerk da und da hat der Kameramann aufgezogen, hat das Studio gezeigt und dachte, da muss er irgendwo dabei sein. Da wusste man noch nichts von einem Diskettenlaufwerk. Und wie sollte er das zeigen, wenn er nicht wusste, wie es aussieht? Ja, gab's alles. Ja. Stefan Neufeind, Speedpartner. Ihr seid unser Hoster, kann man so sagen. Aber ihr seid natürlich ein selbstständiges Unternehmen. Und irgendwann habe ich um Hilfe gerufen, weil am Anfang hat NRW-TV unsere Sachen zum Download bereitgehalten. Und dann wurde das alles umorganisiert und jetzt brauchten wir jemand. Und da habt ihr euch gemeldet. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe es auf die Homepage gesetzt und du und dein Kollege, der Michael Metz, ihr habt euch gemeldet und habt gesagt, ja, komm, machen wir. Und dann haben wir telefoniert. Und dann, wie seid ihr da drauf gekommen? Warum? Aus welcher Motivation helft ihr uns in diesem Maße, den gesamten Download zu übernehmen? Naja, die
Entscheidung, dass wir euch unterstützen wollten, ist eigentlich relativ schnell gefallen, weil ihr uns dann auch mit dem Computerclub beim WDR damals in der Jugend gewissermaßen unterstützt habt in der Technik. Und so war es dann eigentlich ganz schön, da auch mal was zurückgeben zu können. Ja, und jeder tut dann so das, was er am besten kann. Also Technik betreiben zum einen und vielleicht halt auch mal ein paar neue Möglichkeiten in die Downloads reinbringen. Mit BitTorrent, mit IPv6 und so weiter. Das haben wir dann ja zusammen damals ausprobiert und bis heute durchgezogen. Es hat ja dann auch so den einen oder anderen Zuschauer erfreut, dass er dann auch mal solche Techniken nutzen kann. Dennoch stellst du dein Licht im Moment ein bisschen unter den Scheffel. Ja, es ist ja noch mehr, was du machst. Oft genug muss ja auch an diesen Sendungen dann noch etwas geschnitten werden. Die müssen zusammengefügt werden. Da sind irgendwie noch doppelte Anfänge und so weiter. Das übernimmst du ja auch. Ist ja gar nicht euer Job, aber du machst es einfach. Ja, eigentlich sind wir im Videoumfeld ja nicht so unbedingt zu Hause, aber Videos encoden fürs Internet. Jetzt doch. So sind wir dann damit reingekommen, dass wir gesagt haben, natürlich die richtigen Formate draus machen, das passt dann schon. Und ja, dann musste halt hier und da mal ein bisschen was geschnitten werden. Das haben wir dann auch noch gemacht. Genau, so kam das alles zusammen. So kam das Weiterverteilen der Sendungen an die genannten anderen Sender ist dann ja auch über diese Plattform letztendlich geschehen. Es ist nicht nur Video, was bei euch läuft, sondern ich lade ja auch alle zwei Wochen zwei Audios hoch, die dann, aber da habt ihr weniger Arbeit damit, das mache ich im Vorfeld, die dann zur entsprechenden Zeit automatisch mittlerweile freigeschaltet werden. Auch das ist bei euch gehostet, ja? Genau, ja. Und bezüglich den Veröffentlichungsterminen stehen wir dann auch in regem Kontakt, dass es dann immer rechtzeitig wird. Und ich glaube, so insgesamt hat es bisher ganz gut funktioniert. Ja. Prima. Schönen Dank dafür. Also zwei junge Leute. Schade, dass der Michael Metz nicht dabei sein kann, aber viele Grüße an ihn, die uns unterstützen. Ja. Finde ich toll. Schade ist auch, dass der Michael Joost nicht dabei sein kann. Er hat frühzeitig absagen müssen. Unser Webmaster. Ja, der ist der Webmaster, das ist eine ganz wichtige Säule mittlerweile, das Internet, dass das funktioniert und dass das auch so funktioniert, dass wir da was reinschreiben können und das auch wirklich dann von uns ist, nicht von anderen. Da waren schon Sachen unterwegs, wo man das versucht hat. Man hat schon versucht, das alles lahmzulegen und wir haben ein fürchterliches Passwort mittlerweile, das kann man sich nicht merken, das kann man nur ablesen. Ein Passwort, das war... EKP, ja, und dann so ähnlich. Probieren Sie es. Okay, er gehört mit dazu und er hat auch immer viele Dinge so, die mit denen ich mache manchmal so ungefähr 2 Stunden mit dem Skype zusammen. Und dann hat er immer Ideen und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich müsste sonst irgendwo hingehen. Und dann guckt er mit seinem Teamviewer und macht mir den Drucker, der eigentlich gar nicht mehr laufen sollte. Auf einmal läuft er wieder. Ist schon eine tolle Sache. Ne? Und, ja, beim Michael Joost müssen wir uns wirklich auch bedanken. Er steckt da auch viel rein. Und wenn irgendetwas ist, wenn ich Hilfe rufe oder so, eigentlich innerhalb von 1-2 Stunden hat er jedes Problem bisher gelöst. Und das natürlich auch rein nur aus Spaß an der Freude, um uns helfen zu können. Dann sollten wir gerade im Moment, weil wir von Abwesenden sprechen, auch nochmal von Thomas Ritter sprechen. Mhm. Thomas Ritter betreibt unseren Shop und unser Shop ist durch ihn entstanden. Er hat sich an uns gewendet, hat gesagt, hier hört mal, wollt ihr nicht, könnt ihr nicht. Und er sitzt ganz oben im Norden, noch weit hinter Hamburg. Ich fahre immer im Urlaub bei ihm vorbei oder zu ihm hin, ja. Und jetzt musste er aber leider absagen. Er hatte sich gefreut, hatte sich schon ein Zimmer gebucht, aber da ist krankheitsmäßig bei Kollegen etwas dazwischen gekommen, er kann nicht weg. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Hilfe und Unterstützung. Und wir bekommen ja ein bisschen Provision von dem, was du machst. Aber die Hauptarbeit, die Hauptorganisation liegt bei dir. Also an dich und Claudia viele Grüße. So, machen wir mal weiter in der Runde. Da sitzt ja noch ein junger Mann da, von unserer Warte aus gesehen, Hans Schmitz. Jung kann man auch nicht mehr sagen. Wie bist du denn zu uns gestoßen? Ich kenne euch aus WDR-Zeiten. Da hatte ich damals ab und zu mal das Vergnügen, dabei zu sein. War aber beruflich so viel unterwegs, dass das nie was Regelmäßiges wurde. Und als ich mich dann, wie sagt man, beruflich etwas zur Ruhe gesetzt hatte, also nicht mehr nur unterwegs war, sondern bei Handelsblatt damals angefangen habe, da war dann eben mehr Zeit da und dann konnte ich mit meiner Anwesenheit euch öfter belästigen.
und schöne Geschichten machen, das macht unheimlich Spaß. Mhm. Neue Sachen entdecken und die versuchen dann auch zu erklären, auch wenn es ab und zu mal nicht so klappt, wie ich mir das wünsche. Aber ja gut, Wünsche das ist eben gehen ein nicht immer in Erfüllung. Du hast ja auch ziemlich spät noch eine andere Profession dir angeeignet. Bist du noch in der Fachhochschule sogar? Ne? Ja, ich bin jetzt, habe eine Lehrtätigkeit übernommen, habe einen kleinen Lehrauftrag übernommen, um das Ganze, was ich in meinen über 40 Jahren Berufsleben so mitgeschleppt habe, das mal weiterzugeben, auch den Jüngeren weiterzugeben. Was ist denn das für ein Studienfach? Das sind Heinz Schmitz? nein, das sind an sich Marketingstudiengänge, aha, Marketing-Schwerpunkt. Ja, ja, und die müssen natürlich auch Grundzüge der Informatik lernen. Und dann haben die unter mir zu leiden, die Ärmsten. Aha. Ist der Professor nicht ausgeschlossen? Ach nee, das will ich nicht. Ja, okay. Nee. Lass mal, ist alles gut so. Ja, das darfst du nämlich bei uns nicht mehr mitmachen. Das wäre auch was. Professor Schmitz, ja. Wird sich toll anhören, aber ich will es nicht. Ja, man muss ja sowieso mal dazu sagen, dass dieses Projekt Computer Club, als wir beim WDR weggegangen sind, auch wirtschaftlich nun auf ganz anderen Beinen steht, als es normalerweise die Wirtschaft oder was man bei dir vielleicht lernen könnte. Sowas wie den Computer Club kann man nicht lernen, glaube ich. Nein. Wir stehen ja auf, finanziell ist das alles Goodwill. Hier, Herr Neumann, Sie kriegen von uns nichts. Wir kriegen von Ihnen nichts. Ja. Das heißt, wir machen eine Sendung aus Freude und aus Liebe zur Sache. Und Sie senden das aus Liebe zur Sache und so weiter. Und das geht doch irgendwo. Und jetzt kommt ja noch etwas Neues. Der ist leider jetzt nicht dabei, der Professor Thomas. Thomas ist ja der neue Geschäftsführer von NRW TV. Dass der uns überhaupt duldet, das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Ich würde es nicht provozieren, aber ja. nein, er findet das auch toll und wird sicherlich die Gelegenheit haben, in der nächsten Sendung dabei zu sein. Konnte leider heute nicht teilnehmen, sonst wäre er gerne hier gewesen, ich denke, das holen wir noch. Also einmalig, glaube ich, ist das Ganze auf der Welt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe nichts Ähnliches gefunden, dass da so zwei alte Knochen da irgendwo im Fernsehen auch rumlaufen und eigentlich die Themen bringen, die Leute woanders gar nicht erst aufnehmen können. Die gibt es woanders nicht. Ja, ich glaube, die Zeit hat sie so ein bisschen eingeholt, weil sie waren ja die Ersten, die überhaupt diese Themen ins Fernsehen gebracht haben. Und ich habe immer gedacht, wenn Steve Wozniak damals in Deutschland gewohnt hätte, hätte er sicherlich den Computerclub geguckt. Der hatte bei uns mitgemacht. Sie hatten vorhin gesagt, es ist nicht immer klar, was sie machen. Oder es war beim WDR nicht allen klar, was sie machen. Mir war auch nicht immer klar, was sie machen. Also wenn ich da mal reingeguckt habe in die Sendung, konnte ich auch nicht immer folgen, muss ich zugeben. Aber es ist einfach so, dass wir gesehen haben, dass da natürlich die Zuschauer total begeistert sind. Und was wir als Erstes festgestellt haben, wenige, also nicht viele. Also nicht, es waren doch viele. Sie haben eine echte Stammzuseher. Ja, aber es war kein Wetten, das. Nee, das nicht. Aber was ich faszinierend fand, wir können ja beim Stream gucken, von wo die Leute uns sehen. Und wir haben regelmäßig irgendjemanden in Australien, der auf dem Stream ist, wenn sie auf Sendung sind. Und das ist doch, denke ich, auch ein Zeichen von Internationalität. Also ich habe ja, ich lese ja jede E-Mail, die ich bekomme. Ich lese jede Mitteilung, die über die Homepage kommt. Nur wenn das mit Beschimpfungen losgeht, die lese ich nicht. Da ist mir die Zeit zu schade. Ich lese jeden Beitrag bei uns im Forum. Und ich kann Ihnen sagen, ich gucke natürlich auch in die Logs hinein. Australien haben wir mehr als einen. Ist vielleicht nur einer, der den Stream hier bei NRW TV guckt. Wir haben in Afrika eine ganze Menge Leute. Wir haben in Japan Zuschauer. Wir haben in China Zuschauer. Gut, einer ist ein Deutscher aus Hamburg, der in China immer ist. Aber wir haben auch noch mehr, die da sind. In den USA haben wir bestimmt 20, die regelmäßig in den Logs wieder auftauchen. Ja, Holland, Belgien, Dänemark, sowieso Spanien, Italien. Jetzt kommen da aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen da jede Menge dazu. Und also ich staune eigentlich immer wieder, wo die Leute herkommen, die unsere Sendung sehen, die auch anfragen, die sagen, dann und dann hast du das und das gemacht, was war das, wie ist das? Ist mir eigentlich so viel geworden. Und jetzt bin ich froh, da ich den Udo Wenzek neben mir sitzen habe. Ja. Denn Udo Wenzek, das, was der Wolfgang Back am Anfang gesagt hat, der nimmt uns wahnsinnig viel Arbeit ab. Jede Anfrage, die bei uns über die Homepage kommt, wird zuerst von Udo Wenzek gefiltert, gelesen und er spielt dann den Verteilerfinger, wenn er etwas selbst nicht beantworten kann, aber das ist dann so wenig, das ist kein großes Problem mehr.
Udo, wie bist du auf die Idee gekommen, uns diese Arbeit abzunehmen? Das ist eigentlich nicht natürlich zu sagen, hör mal, habt ihr ein bisschen Arbeit für mich, ich will auch kein Geld dafür, oder? Du hattest 2010 im Forum mal gefragt, wer Zeit und Lust hat. Mhm. Und da ich euch noch von früher kenne, seit 1983, 84, dachte ich mir, gut, warum nicht? Früher habe ich profitiert, jetzt profitiert ihr vielleicht. Das ist ja eine sehr edle Geschichte. Hören wir immer wieder die Leute, die sagen, auch bei mir im beruflichen Umfeld, ich habe damals Ihre Sendung gesehen, Sie sind mit dafür verantwortlich, dass ich in diese Berufsrichtung gegangen bin. Immer und immer wieder kommt das auf. Aber jetzt sag mal, ich habe dir damals schon erklärt, ich bin nicht der Diplomat. Wenn ich eine blöde Frage kriege, dann antworte ich normalerweise blöd. Das ist bei dir anders. Du bist da irgendwo sehr entgegenkommend, sehr höflich, sehr diplomatisch. Wie steckst du das weg? Da kommt doch manchmal ganz schöner Scheiß. Das mit dem Scheiß stimmt. Da muss man halt mal ein paar Stunden drüber nachdenken oder mal weglegen, sich das nochmal vornehmen und dann versuchen, vernünftig zu antworten. Mhm. Klappt auch nicht immer, wenn Beleidigungen kommen, die gehen direkt in den Spam-Ordner. Manche sind zu freigegeben, keine E-Mail-Adresse bekannt, das kommt dann auch direkt weg. Mhm. Aber in der Regel funktioniert das. Mhm. Und neben den schlechten Sachen kriegt man halt auch gute, wo sich Leute bedanken über die vielen Sendungen, wo sie sagen, liegt gerade am Strand bei 30 Grad, guck Computerclub, macht weiter so. Mhm. Und das entschädigt dann doch für so manche, naja, unfreundliche Anfrage. Kommen sehr viele solche Sachen, die einfach nur Dankeschön sagen und sagen, schön und es hat früher und so. Wie sieht es denn zeitlich aus? Schimpft deine Frau Susanne denn nicht, wenn du da wieder sitzt und irgendwann drüber nachdenkst, wieder antworten kannst? Nein, das macht sie nicht. Sie interessiert sich selber dafür, ist selber in dem Bereich tätig. Mhm. Und da gibt es keine Probleme. Wie viel Zeit ist denn das so, die du da opferst? Das ist unterschiedlich. Mal passiert tagelang relativ wenig, hast da ein, zwei E-Mails. Und dann gibt es halt mal wieder mehrere Anfragen, die man beantworten muss. Also so mit 3-4 Stunden die Woche kommst du aber hin. Mhm. Wir haben ja jetzt vor einem Monat angefangen, im Audiocast eine Ecke einzurichten, wo du Anfragen, die nicht nur speziell für einen interessant sind, sondern vielleicht für eine größere Gruppe, weil sie öfter kommen oder weil wir der Meinung sind, bei uns im Audiocast beantwortest. Ja. Sind da auch schon Reaktionen darauf gekommen? Also jetzt per E-Mail noch nicht. Weil ich denke mal, die Sendungen müssen erstmal noch ausgestrahlt werden teilweise oder verfügbar. Die letzte, ja, die habe ich noch gar nicht fertig, ja. Aber genau. Vorher. Davor, da kam noch nichts, da kamen dann immer noch die Anfragen, was ist mit Wolfgang Back? Das war ein sehr beliebtes Thema. Und dann, ich denke mal, das wird sich halt so nach und nach einspielen, dass die Leute wissen, dass halt interessante Fragen beantwortet werden für die Allgemeinheit. Wenn es individuell wird, dann weiterhin per E-Mail. Mhm. Ja, also. Finde ich auch ganz, ganz toll, dass es so etwas gibt, dass jemand einfach nur aus Spaß mitmacht oder aus Dankbarkeit. Ja. Oder Herr Neumann, der Wolfgang Back hat es eben schon angedeutet mit dem Professor Dr. Helmut Thoma. Und Sie haben gesagt, es wird weitergehen, er finde das gut. Also es ist der Thoma, der früher RTL gesagt hat, gegründet hat. Zwischen 19 Jahre und 49. Das ist unser Publikum. Da sitzt das Geld. Und der über das ZDF gesagt hat, das ist Cookie-Dent-Fernsehen. Ja, ja, ja. Und da haben wir gedacht, naja, wenn der jetzt kommt, rupp, sind wir weg. Also ich bin zwar noch keine 49. Noch nicht? Oder doch, glaube ich, gerade drüber. aber 19 möchte ich nicht mehr sein. Ja gut, er hat die Zielgruppe erfunden, 14 bis 49, ja. So gesehen ist sie dann irgendwann zur Währung geworden, aber er hat natürlich da schon differenziert. Die Währung hat ja gar nicht gestimmt, die Alten haben das Geld. Das war ja auch egal, aber RTL hatte da die besten Werte, das war ja einfach aus Marketing-Gesichtspunkten ein guter Schachzug. Ja. Aber er sieht natürlich auch, wo die Zuschauer sind und dass wir hier eine Sendung haben, die eine große Beliebtheit hat. Ja. Ist natürlich offensichtlich und das wäre ja Quatsch, daran was zu ändern. Also ich glaube, dass wir da wirklich eine treue Zuseherschaft haben. Mit Ihnen ist die Arbeit unkompliziert, macht Spaß. Und wie gesagt, ich finde das richtig toll, dass wir jetzt, als Sie mich angerufen haben, konnte ich noch gar nicht fassen, dass es jetzt schon die 150. Sendung ist. Man merkt dann, wie die Zeit vergeht. Aber wir sind, glaube ich, 2007 ja auch schon zusammengekommen. Das 24. Juli 2007. Steht in der Zeit ein bisschen was. Ja. Nee, also insofern, Dr. Thoma findet das klasse und wird sicherlich auch die Gelegenheit nutzen, demnächst mal bei Ihnen in der Sendung. Es hätte irgendwas zu schrauben vielleicht. Ja. Es hätte ja auch das verflixte siebte Jahr werden können. Ich wollte gerade sagen, es ist ja noch nicht rum, aber... Ja. Und wir haben es fast geschafft. Gut, also wenn die Sendung heute gesendet, ausgestrahlt wird, online geht, ist der 28.12., also da kann nicht mehr viel passieren. Ja. Okay, na?
Gut, Stefan, wie kannst du irgendwo einen Überblick darüber, wie das mit den Downloadzahlen aussieht, ob das steigt oder fällt, oder weil wir ja jetzt bei YouTube sind und da eine ganze Menge dort ihre Sendungen ansehen? Konkrete Zahlen kann ich dir da jetzt aktuell so ad hoc nicht nennen, aber wir haben nach wie vor ungebrochen Downloads, die dann auch zum Online-Termin rechtzeitig auf der Lauer liegen und man dann merkt, die Leute werden dann schon unruhig, wenn vielleicht doch mal was dazwischen gekommen ist und sie eine Stunde später online geht oder sowas. Also wir haben da schon regelmäßig die Downloader, die Leute, die Sendungen dann für zu Hause aufs Nass legen oder die es auf dem Handy mitnehmen und vielleicht dann auf dem Weg zur Arbeit gucken, denke ich mal. Wir haben auch nach wie vor eifrige BitTorrent-Downloader, die dann die Sendungen auch selber wieder anbieten und mitmachen an der Verteilung. Das ist also ungebrochen, auch wenn man euch jetzt direkt und live bei YouTube gucken kann. Ich denke, das sind zwei verschiedene Szenarien, wie man die Sendung schauen kann. Ja. Ja, schönen Dank an dich und Stefan und Michael Metz. Herr Neumann, auch an Sie vielen Dank. Sie haben das Ding, das Schiff auf den Weg gebracht und haben ab und zu mal Tipps gegeben, zum Beispiel YouTube, wie ich schon sagte. Finde ich ganz toll, dass Sie das mit uns machen. Ja, ich höre immer, dass manche Leute von YouTube leben. Können wir auch davon? Könnten wir davon leben, wenn ich eine Rente hätte? Nein, absolut nicht. Gibt es überhaupt was? Es gibt ein bisschen was, ja. Im ganz, ganz niedrigen, dreistelligen Bereich. Ui. Ja, aber es wächst. Ja. Es wächst. Gut Ding will Weile haben. Ja. Hans Schmitz, du hast viele Beiträge für den Computerclub gemacht. Ja. Und das ist ja auch einiges an Vorbereitungszeit. Ich denke, da gehört auch ein Dankeschön in deine Richtung. Und dann, macht Spaß. Machst du gerne. Und Themen kommen immer wieder vorbei. Ja, dann pass auf, greifst du dir. Für ein halbes Jahr musst du ja quasi meinen Part mitmachen. Ja. Weil ein halbes Jahr weg. Übrigens, ein ganz kleiner Tipp sage ich nur, ich hatte einen Zuckerwert von 1100 Milligramm Blut und so. Das braucht man nicht weiter. Wissen Sie ungefähr, was passiert ist und was mit mir passiert ist? Dir auch nochmal vielen Dank. Nicht zu danken. So. Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende der Sendung und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal das Team, was hinter den Kameras ist, bitten, stellt euch einfach mal dazu. Die Leute zu Hause sehen immer gern, was passiert eigentlich, wer ist da. Wer ist und da, ja. Auch ja. Die schon Kollegen aus der Regie, die schon sollten... Kam nicht schon lange da. Wer ist schon lange da? Ja, alle. Die ja, da kommen sie ja schon. Ja, ich sehe. Gut. Also... Man kann sehen, alles da mit Kamera, das ist unser Team. Es fehlt noch die Maske. Wir haben heute eine Dame, die sonst nicht für uns tätig ist. Die Kathi, die üblicherweise hier ist, ist leider nicht da. Hätten wir auch gern gezeigt. Und wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie zugeschaut haben, dafür, dass Sie Interesse haben. Wünschen Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr. Nicht so schlimm. Und vor allen Dingen bleiben Sie uns treu auch nächstes Jahr. Wir werden sicherlich noch attraktiver werden. Es gibt ein paar Sachen, die wir anstoßen werden. Also, Daumen hoch. Am Ende immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss. Und mein Zuckerwert ist wieder bei 100.